Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Jens Schäfermeier, ich bin Projektleiter bei der Ware Group in Bonn und wir haben GeoKettle Anfang letzten Jahres zum ersten Mal innerhalb eines Projektes eingesetzt und wir haben es immer wieder vorgestellt und sind eigentlich immer auf eine große Resonanz getroffen, auf eine positive Resonanz und deswegen auch in diesem Rahmen einfach mal GeoKettle vorstellen. GeoKettle FME für Geizige ist vielleicht ein bisschen einfach mal provokativ. FME kostet natürlich ein Stück und GeoKettle als Open Source Pendant ist natürlich dann auch erheblich günstiger zu bekommen. Kurz zur Agenda. Ich möchte kurz vorstellen, was ist überhaupt GeoKettle, was macht diese Software aus. Ich möchte GeoKettle anhand eines Anwendungsbeispieles, also des Projektes, wo wir es das erste Mal eingesetzt haben, vorstellen. Deswegen einmal kurz, was war die Aufgabe, die uns bevorstand, als wir GeoKettle eingesetzt haben und dann anhand von ein paar Screenshots mal so durchgehen, was wir eigentlich damit gemacht haben. GeoKettle ist ein ETL-Programm für räumliche Daten. ETL steht für Extract, Transform und Load. Dafür unterstützt GeoKettle eine Menge Input- und Output-Formate. Man bekommt irgendwo seine Quellen, vielleicht lokal auf einem Rechner liegen, vielleicht irgendwo auf dem Server, vielleicht in einer Datenbank, will mit denen was machen und sie woanders abspeichern, um es ganz grob zu sagen. GeoKettle basiert auf der Open Source Software Pentahoe Data Integration. Kettle, das ist so ziemlich das gleiche, nur ohne räumliche Komponente. Dann hat sich eine Firma halt dem Kettle angenommen und hat gesagt, okay, da setzen wir noch eine räumliche Komponente auf und haben dann schon uns sehr bekannte Open Source Bibliotheken aus dem Geo-Bereich implementiert, die eingefügt und somit sind auch Shapefiles bearbeitbar, räumliche Datenbanken bearbeitbar, die ganzen OGA-Befehle und GDAL-Befehle stehen in irgendeiner Form zur Verfügung und können benutzt werden, um mit diesen Daten dann auch wirklich zu arbeiten. In GeoKettle existieren mehrere Möglichkeiten, mit der Software zu arbeiten. Wir haben Spoon, Pan, Kitchen und Cart. Auf die ersten drei möchte ich ein bisschen näher eingehen. Spoon ist letztendlich die grafische Benutzeroberfläche, wo ich meine Modellierung, was ich mit den Daten machen möchte, zusammenstellen kann. Das ist sehr einfach, eine Standardbenutzeroberfläche. Wir haben irgendwo hier versteckt unsere Befehle und die können wir einfach per Drag and Drop rüberziehen und somit unser Modell zusammensetzen. Pan und Kitchen sind zwei Programme, mit denen ich Transformationen, die ich im Spoon erstellt habe, ausführen kann. Kitchen ist das Programm, um Jobs per Kommandozeile auszuführen und Pan ist letztendlich das Programm, um Transformationen per Kommandozeile auszuführen. Was Transformationen und Jobs sind, da komme ich gleich noch drauf. Beide arbeiten, wie gesagt, schon auf der Kommandozeile und sind sowohl über Windows als auch über Linux oder die Apple-Betriebssysteme ausführbar. So, was ist eine Transformation? Eine Transformation besteht aus einem Satz an Operationen, mit denen ich effektiv an Daten arbeite. Sie bestehen aus mehreren Steps. Das sind halt hier diese Vierecke. In diesem Fall ist es hier eine Excel-Tabelle, die irgendwo als Input reinkommt. Und dann habe ich hier zwei, drei Befehle. Und letztendlich habe ich hier zwei Output-Formate. Also diese Excel-Tabelle wird in irgendeiner Form aufgesplittet und in zwei andere Excel-Tabellen, beziehungsweise in diesem Fall Datenbank-Tabellen, abgespeichert. Und Steps werden immer mit Hops verbunden. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung mittlerweile für GeoKettle in der Oberfläche. Da wird von Schritten und Sprüngen gesprochen, aber ich habe es mir mit Steps und Hops angewöhnt und hört sich auch irgendwie ein bisschen schön an. Jobs hingegen sind den Transformationen ein wenig übergeordnet. Sie kontrollieren den Ablauf von Transformationen oder anderen Jobs. Also hier. Es ist jetzt lineal, wir haben auch hier mehrere Steps. Einem Job steht immer ein Start-Step voran. Hier ist jetzt eine Variable gesetzt, dann habe ich jetzt hier zwischen eine Transformation, die ausgeführt wird. Danach kommt nochmal ein anderer Job, der ausgeführt wird. Und wenn alles durchgelaufen ist, könnte ich nochmal einen SQL über die komplette Datenbank laufen, um noch irgendwelche Nachprozessierungen machen zu wollen, die ich jetzt nicht unbedingt mit GeoKettle machen kann. Bei den Jobs ist es so, dass die einzelnen Steps immer nacheinander abgearbeitet werden. Also hier ist es so, wenn ich die Variable gesetzt habe, wird dann erst die Transformation ausgeführt. Und wenn diese Transformation fertig ist, dann wird erst der Job ausgeführt. Gehe nochmal zurück, bei den Transformationen ist es anders. Wenn ich hier an diesem Punkt angekommen bin, wo dieser Input-Stream gesplittet wird und das hier in die Formel reinkommt, dann wird da nicht gewartet, sondern diese beiden Schritte hier können auch parallel ausgeführt werden.
So, zum Anwendungsbeispiel. So viel nur wirklich ganz grob, was so ein bisschen GeoKettle ausmacht. Das Anwendungsbeispiel. Wir hatten einen Energiedienstleister, der seine CAD-Software ersetzen musste. Seine aktuelle, seine alte CAD-Software läuft nur noch auf Windows XP, gibt keine Unterstützung mehr, weil der Dienstleister, der das CAD erstellt hat, mittlerweile pleite ist. Ist also Not, da muss irgendwas passieren. Die Daten im alten System liegen in einer Oracle-Datenbank vor. Das Datenbankmodell ist so gut wie gar nicht dokumentiert gewesen, also keiner weiß wirklich, was wohin gespeichert wird und über welche Keys miteinander verknüpft sind. Also da war es irgendwie überhaupt nicht möglich, darauf gescheit Zugriff zu bekommen. Das war nur Zugriff, indem wir mit einem anderen CAD DXF-Dateien exportiert wurden. Diese wurden in Shapefiles konvertiert und die wurden uns dann übergeben, um sie dann wieder in eine andere Datenbank hineinzuspielen. Gut. Nach dem Export gab es 247 verschiedene Shapefiles, also Shapefile-Typen. Da waren dann die Hochdruckleitung drin, als Mitteldruckleitung, als Versorgungsleitung, als Netzanschlussleitung und so hat sich das dann fortgesetzt. Also 247 verschiedene Shapefiles. Und das Versorgungsgebiet des Energiedienstleister war es halt so groß, dass man das nicht in einem Rutsch exportieren konnte, also nicht nur 247 Shapefiles, nein, die haben das in 40 sich teilweise räumlich überlagernde Gebiete aufgeteilt und die haben wir dann als ZIP-Files bekommen. Und dann war es nicht sicher, welche der 247 Shapefiles in den einzelnen ZIP-Files der räumlichen Einheiten liegen. Letztendlich hatten wir ca. 11.000 Shape-Dateien, die importiert werden mussten. Die haben uns dann auch angeguckt, die Shapefiles, und dann sind da so lustige Sachen aufgetreten, dass in den Shapefiles sowohl Objekte als auch Hilfsgeometrien drin sind. Also in den Leitungen, Linienobjekte, waren jetzt nicht nur die Leitungen drin, sondern auch Hilfslinien für die Beschriftung, die also eine Beschriftung dieser Leitung zuordnet. Das Lustige war, sie hatten beide die gleichen Attribute. Da mussten wir erstmal einen Weg finden, wie können wir die überhaupt auseinanderhalten. Das war dann letztendlich nur über die Farbe möglich, die halt in diesem Shapefile auch im Attribut drin war. Wenn es die Farbe weiß war, dann war es eine Beschriftungslinie und wenn es eine andere Farbe hatte, war es halt nur eine Leitung. Aber wenigstens hat man diese Möglichkeit, sich zu unterscheiden, sonst wäre es kritisch geworden. Das Ziel war es, diese 247 verschiedene Shapefiles auf zwei Datenbanken zu verteilen, nämlich einmal auf Gasdaten und einmal auf Grundkartendaten. Also sie hatten nicht nur wirkliche Leitungsobjekte oder Gasobjekte in ihrer Datenbank drin, sondern auch Kanaldeckel, Hydranten und so weiter und so fort. Also alles, was man so in der Topografie findet. Natürlich mussten auch die redundanten Daten, die natürlich durch die räumliche Überlagerung der Exportgebiete vorhanden waren, die mussten wieder rausgenommen werden, damit nicht mehr Objekte drin sind, als wir letztendlich benötigt. Und Objekte und Beschriftung waren letztendlich voneinander zu trennen, beziehungsweise dann in den Attributen der Objekte auch wieder zu übernehmen. Also wir hatten zuerst den Ansatz, dass wir dann die Beschriftung in eigene Tabellen importiert haben, dann aber die Beschriftung wieder über SQL-Befehle als Attribut an die Objekte gehängt haben. So, wie sah das Ganze dann aus? Oder ein kleiner Auszug aus den Aktionen, die wir machen mussten. Also die erste Aktion, 247 verschiedene Shapefiles, müssen aus 40 Ordnern in zwei verschiedene Datenbanken importiert werden. Zweite grundsätzliche Aktion, es müssen Objekte aus einem Shapefile auf mehrere Datenbanktabellen verteilt werden. Aber genauso gut mussten mehrere Shapefiles mit unterschiedlichen Attributen in einer Tabelle zusammengefasst werden. Also das Beispiel bei den Leitungen, es gibt Mitteldruckleitung, Niederdruckleitung, Hochdruckleitung, die noch als Netzanschlussleitung und Versorgungsleitung. Die wollten wir natürlich alle in einer Tabelle Leitung zusammenfassen. Das Dumme ist nur, dass Mitteldruckleitung und Niederdruckleitung unterschiedliche Attribute haben. Also dann liegt eine, das hat dann beim Export ein bisschen, Import erstmal ein bisschen Probleme gemacht. Weitere Sache, es müssen Attribute verändert werden. Drehungswinkel für Beschriftung und Symbole lagen in Rad vor. Da wir das Ganze aber natürlich auch mit dem Map-Server dann als WMS visualisiert haben, brauchten wir Gradangaben. Wir mussten also die Radangaben in Gradangaben umrechnen. In dem Feld Style, wo halt die Beschriftungsart vorhanden war oder das Symbol von angegeben war, stand immer Style minus vor dem eigentlichen Style. Der musste entfernt werden und sowas haben wir dann alles letztendlich mit GeoKettle dann auch irgendwann gemacht und die Duplikate mussten dann letztendlich auch entfernt werden.
Gucken wir uns die Aktion an. Shapefiles müssen importiert werden. Das ist trivial. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Input-Formate, die GeoKettle zur Verfügung steht. Hier ein kleiner Ausschnitt oder der komplette Ausschnitt der möglichen Import- oder Input-Möglichkeiten, die GeoKettle bietet. Es werden über 35 Datenbankformate unterstützt, unter anderem PostgreSQL, Oracle Spatial, MySQL, also die räumlichen Datenbanken auf jeden Fall und noch so viele wilde Datenbanktypen, von denen ich noch nie gehört habe. Shapefiles wichtig, OGC Web Service können unterstützt werden, XML, wir haben Access, MS Access Datenbanken auch damit verarbeitet, LDAP Directories können importiert werden und so weiter und so fort. Also steht wirklich eine Vielzahl zur Verfügung, auch wenn man irgendwas nicht mit Geodaten machen muss, findet man eigentlich auch hier immer eine Lösung. In zwei verschiedene Datenbanken importiert werden, ähnlich wie bei den Inputs, gibt es auch bei den Outputs viele, viele Formate, die unterstützt werden, räumliche Datenbanken, also die 35 Datenbanktypen, die für den Input unterstützt werden, werden auch für den Output unterstützt. Dann aber auch Datenformate für uns interessant, Shape, GML, KML, OGR-Geschichten und vieles, vieles mehr, was auch hier unterstützt wird, auch das Schreiben in ganz normale Textdateien, Excel-Tabellen und so weiter und so fort ist möglich. So, und so sieht das dann eigentlich im einfachsten Fall aus. Zwei Shapefiles müssen in zwei Datenbanken oder in Datenbanken importiert werden. Ich habe auf der linken Seite mein Shapefile-Input als Step. Ich habe meinen Hop dazwischen und hier irgendwo meinen definierten Output. Es müssen mehrere Objekte aus einem Shapefile auf mehrere Tabellen verteilt werden. Dafür haben wir diese schöne Funktion SwitchCase. Das ist jetzt schon ein bisschen umfangreicher, also hier haben wir jetzt ein Shapefile, HD-Leitungsende, also Hochdruckleitungsende. Hier müssen wir noch den, mit ZSRS setzen wir das Transformationssystem, in dem die Daten vorliegen. Das wird leider Gottes nicht automatisch ausgelesen. Und hier haben wir den Switchcase, das ist die, das Menü für den Switchcase. Hier müssen wir eingeben, nach welchem Attributfeld wir letztendlich unterscheiden wollen. In diesem Fall war es der Stil. Und dann geben wir hier an, es ist ein String, der in diesem Feld steht, wonach wir letztendlich unterscheiden wollen. Hier geben wir dann an, es gibt drei verschiedene Styles, die wir hier definiert haben. Wir haben einmal den Style Veragas Gas Symbol, Style Umlaut gerade und Style DIN 2. Und hier im Target Step sagen wir letztendlich, wo er weitergehen soll. Und für alle, die wir hier nicht definiert haben, die Values, die wir dort nicht definiert haben, können wir noch sagen, was ist der Default-Target-Step, was wir mit allen denen machen wollen, die wir letztendlich nicht erfasst haben. Ja, und dann geht das hier weiter. Hier sind auch gleich schon die Schritte dabei, wie ich Duplikate entferne. Also ich muss in irgendeiner Form meinen Input-Stream sortieren. Nach einer ID oder nach einer Geometrie kann ich die auch sortieren. Ich kann sie auch nach mehreren Feldern sortieren. Und dann kann ich sagen, er soll mir nur einmal diesen Wert nehmen. Also wenn ich jetzt nur nach der ID sortiere und sage, ich will nur die Objekte oder ein Objekt mit derselben ID haben, kann ich sagen, sortiere mir nach der ID, dann sortiert er sich den Input-Stream nach der ID und sobald der Input-Stream ein zweites Mal auftaucht, wird halt dieser ignoriert und nicht mit in den nächsten Step übergeben. Ja, und dann haben wir hier die beiden Output-Tabellen, in diesem Fall dann die Tabelle Leitungsende und die Tabelle Leitungsende-Text und somit habe ich halt die Objekte von den Texten getrennt gehabt. Es müssen mehrere Shapefiles mit unterschiedlichen Attributen in einer Tabelle zusammengeführt werden. Das war mein erster Versuch. Nicht ganz so toll, habe ich drüber geschrieben. Warum nicht ganz so toll? Also ich habe hier auch wieder die Leitungsenden. Hier haben wir die Hochdrucksleitungsenden, die Mitteldruckleitungsenden, die Niederdruckleitungsenden als Linien. Also in diesem Fall halt die Beschriftungslinien. Ich setze auch, die merge ich in irgendeiner Form, setze die zusammen und setze das Transformationssystem wieder. Und hier kam dann das Problem, dadurch, dass die beiden nicht die gleichen Attribute haben, musste ich halt Konstanten setzen, weil mir der Input oder der Output letztendlich hinten gesagt haben, da passt was mit den Attributen nicht. Hier sind mehr Attribute vorhanden als in dem anderen Stream und ich muss das irgendwie zusammenführen. Das mache ich nicht. Und dann habe ich da ziemlich viel mit Konstanten rumgehampelt und irgendwo die Übersicht verloren. Ja, und dann haben wir das Ganze dann letztendlich auf Jobs umgezogen und sind dann dahin gekommen. Also das ist schon ein Teil
von dem Job, von dem Gesamtimport, den ich nachher vorstelle, aber wir sind dann hingegangen, für jeden einzelnen Shapefile eine Transformation zu erstellen, wo ich meinen definierten Input habe, also ich habe meine Attribute vorhanden und ich kann hinten definieren, wie ich die Attribute, die aus meinem Shapefile kommen, auf die Spalten, auf die Attribute in meiner Tabelle matche. Und dann können auch welche ignoriert werden, wenn die nicht berücksichtigt werden, werden sie halt nicht gefüllt. Und somit war es dann viel einfacher und übersichtlicher, wirklich für jedes Shapefile eine Transformation zu machen, die dann letztendlich ausgeführt wird und die Konstanten konnte ich dann letztendlich weglassen. Gut, es müssen Attribute verändert werden, Feldinhalte, Feldformate, das ist schon dieses Beispiel, was ich gerade genannt hatte, Umrechnung von Rad nach Grad. Auch hier wieder der Input, ich setze mein Koordinatensystem. Hier setze ich eine Konstante, nämlich die Konstante mit dem Namen Grad. Das ist eine Nummer und das ist letztendlich der Umrechnungsfaktor 57,3, wie ich von Rad nach Grad komme. Und dann habe ich den Calculator als anschließenden Schritt, wo ich dann einfach nur sage, ich will ein neues Feld zwischen erzeugen. Die Kalkulation ist A mal B und der Wert mit der Drehung oder der Radwert stand in dem Feld Drehung und ich übernehme den Wert Grad hier oben aus der Konstante und dann wird es einfach umgerechnet. Und hinten, wenn ich wieder im Output bin, kann ich dann dieses neue Feld zwischen entweder wieder auf Drehung matchen, dass ich sage, jetzt wird Drehung nicht durch die Drehung erfüllt, sondern Drehung wird durch zwischen gefüllt. Das musste ich quasi einmal definieren und konnte dann quasi per Copy-Paste in alle möglichen Transformationen diese beiden Schnipsel einfügen und habe sie halt dann damit einmal gelöst. Gut, aber das Interessante war dann letztendlich, 247 verschiedene Shapefiles aus 40 Ordnern zu machen. Also 11.000 Shape-Dateien möglichst in einem Rutsch importieren. Genau, das habe ich schon gesagt. Für die 247 Shapefiles wurden einzelne Transformationen erstellt. Die 40 Zip-Files mit den räumlichen Einheiten, wo die ganzen Shapefiles drin lagen, haben wir letztendlich in Ordner aufgeteilt, wo maximal 6 Shapefiles drin waren und dort extrahiert wurden, um einfach sicherzustellen, falls mir doch irgendwo das Modell abstürzt, dann habe ich irgendwo meine Sicherheitspunkte, wo ich dann einfach nur da nochmal neu anfangen muss mit dem Import und nicht nochmal den ganzen Import durchlaufen lassen muss. Deswegen haben wir es wegen der Übersichtlichkeit ein bisschen aufgeteilt und nicht alle 11.000 Shape-Dateien versucht, in einem Rutsch zu importieren. Und wir haben dann Jobs und Transformationen erstellt, um das automatische Auslesen der Ordner, wo letztendlich diese Unterordner, diese Shapefiles drin liegen und das Anstoßen der einzelnen Transformationen zu steuern. Wie haben wir das gemacht? Das ist der initiale Job. Wir haben eine Variable, die wir zu Anfang setzen, das ist quasi der Pfad zu dem Root-Ordner, wo meine 6 quasi Unterordner drin sind, wo die räumlichen Einheiten mit ihren Shapefiles drin sind. Wenn ich diese Variable gesetzt habe, gehe ich mit der nächsten Transformation hin und lese die Unterordner aus, die Namen der Unterordner bzw. auch die Pfade der Unterordner. Und diese werden quasi hier mit dieser Transformation, GetSubfolders, sie werden ausgelesen. Und hier, Copy Rows to Result, schreibe ich das, was ich auslese, also den Pfadnamen oder den Ordnernamen, schreibe ich an eine Result-Liste und übergebe sie quasi an den nächsten Job, in diesem Fall Datenimport, GAS Step 2. Der sieht dann so aus, ich habe hier einen Get Directories, ich gehe jetzt nacheinander diese Liste mit den 6 Ordnernamen durch und sage, ich nehme den ersten Result aus dieser Liste her und übergebe diesen Ordner an die nächsten Jobs, die dort hinten dranhängen. Auch diese Jobs haben wir nochmal thematisch sortiert. Da gibt es die Jobs Leitung, Ausbläser, KKS und so weiter und so fort, um auch hier so ein bisschen eine Übersichtlichkeit zu wahren, weil wenn man irgendwie dann die 247 Shapefiles in einen Job reinpackt, dann wird es auch schnell unübersichtlich. Hier am Beispiel Job Leitungen, der sieht dann so aus, ich gebe halt den Ordnernamen, den ich gerade bearbeite, gehe in diesen Ordner rein und lasse mir eine Liste ausgeben aller Shapefiles, die ich in diesem Ordner finde. Und mit dieser Liste, diese Liste übergebe ich dann jeweils an die nächsten Steps und da wird dann überprüft, ist die Dateileitung, Hochdruckleitung vorhanden oder nicht. Wenn sie vorhanden ist, wird die anschließende Transformation ausgeführt. Wenn sie nicht vorhanden ist, wird zum nächsten Step übergegangen,
und überprüft, ob die nächste Datei vorhanden ist. Und so hatten wir halt die Möglichkeit, das dann schnell zu steuern. Genau. Dann haben wir hier, HD-Leitung ist vorhanden und dann wurde letztendlich die Einzeltransformation HD-Leitung durchgeführt. Und so ist es dann halt durchgelaufen. Da gab es noch so kleine Schwierigkeiten, wenn das hier in der letzten Überprüfung, ob die Datei vorhanden ist, wenn es dann False gab, also sie war nicht vorhanden, dann wurde an den vorherigen Job oder vorherigen Schritt auch False übergeben und dann wurde das ganze Ding abgebrochen. War natürlich ein bisschen unglücklich. Dann kann man hier diese grünen Pfeile bedeuten, die werden immer ausgeführt, wenn es true ist, also wenn diese Bedingung stimmt, die hier abgeprüft wird, dann kann man aber nochmal einen Conditional Link machen, was er machen soll, wenn es einen False-Wert gibt. Und dann konnte ich einfach hier sagen, wenn hier der Wert false ist, tu so, als wäre es true. Und somit war das ganze Ding dann wieder gerettet und ich konnte halt von vorne wieder durchlaufen. Man muss ja auch wissen, wie man das System umgehen kann. Letztendlich das Ergebnis, nach dem Import der Daten in die Postgres-Datenbank hatten wir zwei Datenbanken mit etwa 150 Tabellen. Das waren einmal 46 Tabellen in der Datenbank GAS und 76 Tabellen und 74 in der Grundkarte. Die Modellierung des ganzen Datenimports hat netto 2 Tage gedauert. Mit Lernen, weil GeoKettle das erste Mal eingesetzt, waren es dann vielleicht 3, 4, 5 Tage, also eine Woche, die ich dafür gebraucht habe, um das ganze System auch zu verstehen und mir selber beizubringen. Der Importprozess dauerte circa 2 Stunden. Das Einzige, was ich in dem Importprozess machen musste, ich musste 6 oder 7 Mal die Variable zu Anfang ändern, auf welchen Ordner ich letztendlich gehe und welche Dateien ich letztendlich importieren möchte. Das war eigentlich alles, was ich während des Importprozesses machen musste und hoffen und beten, dass es durchläuft, dass es nicht irgendwo abstürzt. Aber das ist eigentlich relativ selten passiert. Das Schöne an der ganzen Geschichte war Fehler im Importmodell, die einen Neuimport von Daten zur Folge hatten, entweder ein Gesamtimport oder ein Teil im Import, konnten ziemlich schnell geschehen. Ich konnte mir halt die Stelle raussuchen, wo der Fehler passiert ist. War es eine einzelne Transformation? War es irgendwo ein Schritt? Habe ich irgendwo vergessen, eine Variable zu ersetzen, die ich übergebe, weil bei der Modellierung muss ich immer erstmal auf richtigen Ordnernamen arbeiten, die ich dann natürlich später durch Variablen ersetzt habe. Und wenn ich das irgendwo vergessen habe, ist er natürlich immer in den gleichen Ordner reingegangen und immer die gleichen Daten importiert und nicht die anderen Unterordner, die ich vielleicht gebraucht hätte. Aber das war dann ohne Probleme schnell zu lösen und vor allen Dingen konnte ich dann auch sagen, die Sachen, die richtig importiert waren, da konnte ich dann die Hops, die ich dazwischen hatte, einfach deaktivieren und ich konnte somit ganz genau nur die Daten neu importieren, die ich letztendlich auch neu importieren musste. Ein kleines Fazit. Ohne den Einsatz von GeoKettle hätten wir den Datenimport in diesem Zeitraum nicht durchgeführt. Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich 11.000 Dateien mit Shape2PGSQL in eine Datenbank reinpacken muss und diese dann noch nachprozessieren muss und so weiter und so fort, wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und der Charme, durch dieses Modell auch schnell nochmal Anpassungen am Importmodell zu machen, war dann auch sehr groß. GeoKettle ist insgesamt eine gut dokumentierte und auch schnell zu erlernende Open-Source-Software. Gut, ich habe jetzt gesagt, 4, 5 Tage hat es insgesamt gedauert, aber ich habe es mir auch schließlich selber beigebracht und hatte niemanden, der mir halt sagen konnte, wie es machen soll. Dauert immer ein bisschen länger. Und GeoKettle setzen wir jetzt in der WareGroup eigentlich auch in mehreren verschiedenen Einsatzmöglichkeiten an. Zum Beispiel mergen wir damit auch Code-Repositories. Ich habe halt ein Projekt, Geoportal Saarland, das ist mit dem Geoportal Rheinland-Pfalz sehr stark verbunden und da haben wir so leichte Unterschiede. Also wir haben einen Saarland-Branch, wo wir halt wirklich saarlandspezifische Dateien hin haben und wenn ich mir Sachen aus dem MapBanner-Trunk raushole, kann ich über GeoKettle überprüfen, sind die Dateien, die jetzt neu oder geändert wurden seit dem letzten Release, seit dem letzten Update, sind die geändert worden oder welche sind geändert worden. Ich kann überprüfen, welche davon in meinem Saarland-Branch sind und bekomme automatisch eine Liste ausgegeben, welche Dateien ich nochmal per Hand mergen muss. Und die anderen Dateien, die halt nicht im Saarland-Branch sind, werden mir sofort vom MapBanner-Trunk in den Saarland-Trunk reinkopiert. Wir setzen es auch bei Datenbank-Synchronisation ein. Also die Möglichkeiten für den Einsatz sind vielfältig. Aber das letztendliche Fazit, GeoKettle ist eine lohnende und vor allen Dingen günstige Alternative zu FME. Und wir bieten von der WareGroup bzw. von der Foster Academy am 13. und 14.05. eine zweite GeoKettle-Schulung in Bonn an.
Und wer so lange nicht warten möchte, heute Abend um 15.30 Uhr haben wir noch einen Workshop zur Einführung GeoKettle. Ich glaube, es sind noch 3 Plätze frei, zumindest waren vorgestern noch 3 Plätze frei. Also wer Interesse hat, sich das anzuschauen, kann sich, glaube ich, heute sogar noch anmelden und sich das Ding angucken. Ansonsten stehe ich jetzt noch 2 Minuten für Fragen zur Verfügung oder kommen Sie an unseren Stand. Auch da bin ich heute noch den ganzen Tag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jens. Gibt es Fragen dazu, wie ich am Anfang vermutet habe? Enttäuschen Sie mich nicht. Dann war es wohl gut erklärt. Ach so. Ja, Transformation mal 1,5 Fragen. Ich gehe mal von aus, DXF oder DWG-Import ist wahrscheinlich nicht möglich. Habe ich das richtig verstanden vorhin? Ist auch möglich. Doch, haben wir auch schon mit DXF und DWG. Okay. Zweite Geschichte, Transformation sagt für mich immer UTM, Gauß-Krüger hin und her. Jetzt jedes Bundesland hat seinen eigenen Senf dazu geschrieben, DLLs, Grids und ähnlichen Geschichten. Erfahrungen schon, ob man diese Länderversion oder was die so anbieten, da irgendwie mit reinklinken kann? Kann man reinkriegen, haben wir für die Deutsche Bahn, die auch nochmal irgendwie so ein eigenes Transformationssystem hat. Haben die haben ja sowas ganz Spezielles. Dann ja. Noch, ne? Okay, dankeschön. Ich denke mal, eine kurze Frage hätten wir sicherlich noch, wenn die Antwort auch kurz bleibt. Sonst alles Weitere dann am Wehrgruppstand drüben. Kriegst du auch Server hier? Es gibt einmal das GeoKettle. Also man hat 2 Möglichkeiten, diese ganzen Transformationen abzuspeichern. Einmal dateibasiert, das ist ein XML-Format, und auch als Repository auf dem Server. Und da hat man auch die Möglichkeiten, darauf zuzugreifen und auch die Lasten zu verteilen. Also die Möglichkeiten gibt es auch, die habe ich jetzt noch nicht eingesetzt. Aber das ist dieses Card, was ich dann auch gesagt hatte, bei den Möglichkeiten, das einzusetzen. Ich hätte Gut. noch... Vielen Dank. Ja. Kurze Frage. Gibt es auch die Möglichkeit, wie in FME zum Beispiel, die Input-Ordner zu publishen, um die extern per Python oder per Batch anzusprechen, dass man quasi nicht jedes Mal die Ordner neu setzen muss, sondern von extern die anzusteuern? Ja, man kann die Variablen auch mit übergeben, die man gesetzt hat. Dann kann man die Variablen mit übergeben in den Befehl, den man ausführen möchte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, danke.